Sein Kollege Günther sind auf die Spur des Unglaublichen gestoßen. Wer bist du? Ich bin der Erzähler. Und was machst du? Ich erzähle. Siehst du einen? Ist es ein neuer Ort? Ich kann es nicht dir identifizieren. Verursacht ist Krankheit. In meinem Biokurs habe ich auch nichts darüber erfahren. Verdammt! Wir müssen es geheim halten. Es kommt sofort in Top Secret. Ja, unser Rest darf nichts davon erfahren. Wir müssen es irgendwie mitnehmen. Können wir es anfassen? Ich weiß es nicht. Es ist radioaktiv verstrahlt. Wir sollten äußerst vorsichtig damit umgehen. Ich probier's mal. Wie fühlt es sich an? Seine Haut ist sehr latexartig, plastikmäßig. Es ist kühl. Es sind Inschriften eingedruckt. Sie sind so. Oh, sie sind enorm geheimnisvoll. Was sollen sie uns nur sagen? Milchmahlzeit. Milch und Schoko. Interessant. Irgendwas will man uns damit sagen. Ich glaube, ich nehme es vorsichtig mit. Es blinkt rot. Sei ganz vorsichtig. Olli! Ja, ich hab es. Ich glaube, es ist ziemlich schwer. Ich würde sagen... Ich weiß nicht, ich kann seine Masse nicht ausmachen. In Ihrem Labor versuchen Sie das Objekt nun genauer zu untersuchen. Ich werde es jetzt auf seine Bestandteile durchleuchten. Wie willst du vorgehen? Ich werde ein Ultraschallbild davon machen und die einzelnen Schichten. Meine Schicht Plastik vorgeben. Dann Schoko. Dann Sahne. Schoko. Sahne. Schoko. Plastik. Ich wiederhole. Plastik. Schoko. Sahne. Schoko. Sahne. Kommen wir zu den Fakten. Was können wir aus den merkwürdigen Dingen nehmen? Aus seinem derzeitigen Zustand können wir sagen, dass es aus Folie, Schoko, Sahne, Schoko, Sahne, Schoko und Folie besteht. Wenn wir es öffnen, können wir Näheres erfahren. Ich werde es jetzt öffnen. Die Verpackung scheint genauso zu sein wie ein ursprüngliches Kinderbuch. Doch irgendwas ist verdächtig. Okay, was auffällt, neues Design. Ein kleiner roter Schalter habe ich hier entdeckt. Mit dem kleinen roten Hebel kann ich anscheinend den oberen Teil der Verpackung. Es scheint aus einer Art Schutzhülle zu bestehen. Aus einer flexiblen. Man kann es wahrscheinlich nicht klappen schützen. Es ist. Es scheint. Hat es eine kleine Verletzung. Vielleicht hat es schon zur Kindheit diese Verletzung getragen. Vielleicht ist es ein Alien. Nein. Es ist abgestürzt, auf die Erde gekommen. Hat sich diese Verletzung zugezogen.
Wir werden es messen, was es mit dem Leben auf sich hat. Das sind 0,5 cm weniger als bei einem normalen Kinderpinguin von 2004. Wir haben hier ein ganz schlimmes Rätsel aufgedeckt. Damit können wir die Regierung ganz schwer belasten. Wir müssen mit diesem Infomaterial sehr vorsichtig umgehen. Öffne es. Ich soll es öffnen. Wir lassen die Kamera mitlaufen, damit uns jeder glaubt, der das sieht. Wir müssen ein Stück davon raus. Das ist gut, ich hab ja. Das auch. Ja. Okay. Ja, ich nähere mich mit dem schwarzen Exoskelett. Ganz langsam. Oh nein, es ist offen! Oh. Beruhig dich! Oh, Andreas, wir müssen hier raus! Es läuft aus! Ich krieg alles!